Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Graphos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Warlords of Draenor. So, ja, ich starte von hier draußen, denn ein paar Gebäude sind fertig. Ja, und was zuerst auffällt, die Quest von ihm ist weg, die Garnisonskampagne. Denn es war heute Mittwoch. Mittwoch ist immer die Reset, die bleibt nur eine Woche lang erhalten und dann bekommt man eine neue. Und heute ist es dann diese hier. Garnisonskampagne, der Ring des Blutes. Ja, da muss ich sagen, boah, die hasse ich ja am meisten. Da muss man zum Ring des Blutes gehen, in dieser Arena ein bisschen kämpfen. Das Problem ist, da wird so durcheinander die Quest abgegeben, angenommen und alles. Boah, das hat das letzte Mal ewig gedauert, bis ich die endlich abgeschlossen habe, weil immer irgendwer dazwischen schnell mal abgegeben hat und die wieder neu angenommen hat. Und ja, die werde ich wahrscheinlich so schnell wie möglich nicht mehr neu machen. So, was wir hier haben mal. Oh, ich habe vergessen, die zwei Berufsgebäude da unten abzufarmen. Dann machen wir das schnell. Einmal hier und einmal da. So, und dann, wenn wir schon das sehen, lass du mich was hier rein. So, danke. Vom Tod? Füllen wir das gleich wieder auf. Unsere Zeit. Und dann sehe ich habe kein Blitzschutzschild. Zack, das aktivieren wir auch gleich wieder. Dann haben wir ja ausgebaut. Die Scheune, die Kaserne und den Kräutergarten. So, machen wir mal die Scheune. Sehr schön. Scheune Level 2. Jetzt bekommen wir natürlich eine neue Quest von ihm. Wo wir jetzt natürlich lernen, mit der nächsten Falle umzugehen. Die Versorgung einer Armee. Benutzt die verbesserte Eisenfalle, um einen Eber oder eine Flussbestie in Gorgon zu fangen. Und er teilt dann in eurer Scheune einen Arbeitsauftrag. Tja, da habt ihr es gehört. Eber oder Flussbestie fangen und da wird dann Fleisch daraus. Wir bekommen automatisch gleich die nächstbessere Falle. Was ich tun muss, ist dann die hier einfach nur reinziehen. So. Dann die Kaserne auf Level 2. So. Haben wir die jetzt auch mal aufgewertet? Ja, da können wir jetzt auch einen reinsetzen, einen Anhänger, dann haben wir eine Leibwache. Mal schauen, ob ich da noch einen überhaupt. Mhm. Und ja, man bekommt natürlich jeden Tag ein paar Quests hier. So lange, bis man alle Quests angenommen hat. Ja, oh! Aurelius Abenteuer war dabei, cool! Da bekommen wir diesen Kristall hier. Das ist wie dieser andere flüsternde Kristall in Mist of Pandaria. Nur, dass der natürlich viel mehr erhöht. Eine Stunde lang alle Werte um 200. Der Kristall ist super. Das ist wie so ein kleines Fläschchen. Und den kann man dann ja immer wieder benutzen. So, und ich habe die Missionen heute noch nicht abgeschlossen, weil ich mir das ja aufheben wollte, denn wir haben ja die Wiederverwertung das letzte Mal gebaut und das heißt, wir sollten jetzt eigentlich durch die abgeschlossenen Missionen hier so ein paar Beutel bekommen. Ist natürlich nicht immer dabei, das ist so eine Chance, dass man so einen Beutel bekommt. So, lass uns einfach mal überraschen. Okay, drei Taschen, ja, hier haben wir's. Drei Taschen mit geborgenen Teilen, wunderbar, super. Dann würde ich sagen, starten wir gleich die neuen. Ja, ehrlich gesagt, ich schaue da jetzt schon gar nicht mehr drauf. Einfach da, wo 100% steht, die starte ich. Ja, das war's. Mehr Anhänger habe ich nicht. Achso, ich wollte eigentlich schauen, ob ich einen in die Kaserne reinstecken kann. Bin ja auch so ein Held. Kaserne. Was ist denn hier die Kaserne? Boah, das ist ja echt. Kaserne. Oh, da hätte ich so ganz schön einen Anhänger dafür. Natürlich ist der jetzt auf einer Mission. Die hat dann die Leibwache-Fähigkeit. Muss ich das nächste Mal dran denken, dass ich den dann reinstecke. So, oh, Rüstungsaufwertung bekommen. Schauen wir mal, was kommt raus. Ja, leider was Grünes. Ist immer was Grünes. Ganz selten mal was Brauchbares. So, runter wieder in die Wiederverwertung. Machen wir mal diese Taschen hier auf. Na, macht. Ich stehe doch schon von oben. So. Ja, wieder ein grauer Müll. Blume plus Graumüll und wieder irgendein grauen Müll dabei. Naja, gut, immerhin 16 Gorgon Fliegenfall. Ach, Moment, das verkaufe ich gleich dir. Gehen wir gleich reparieren. So. Jetzt den Kräutergarten und dann haben wir den Kräutergarten auch schon auf Level 3. Echt cool.
Reiten wir gleich hier lang. Ist im Prinzip egal, sind wir überall gleich schnell. Oh, was macht denn er hier? Hallo. Benjamin Broad, fliegender Händler. Ach, der verkauft das gleiche wie auf Allianzseite. Ja, ihr seht, habe ich schon beide. Schön, es ist beides Spielzeug. Bereits bekannt, braucht man also nicht mehr machen. So, hier ist der Kräutergarten. Den habe ich natürlich auch noch nicht abgebaut. So. Und zack, sind gleich ein paar neue Blümchen gespawnt. Sehr schön, immer größer. Ja. Wertet ein Garnisonsgebäude auf Stufe 3 auf. Haben wir jetzt natürlich gemacht. So, holen wir mal unser wohlverdientes Zeug. Und jetzt bauen wir das alles ab. Oh, cool. Gleich mal hier so ein Vieh gekommen. Töte diesen komischen Schotling. Und zack, hin ist er. Und wieder Parkour und Fliegenfallen bekommen. Oh, da steht jetzt so ein cooler Wagen rum. Ja, und gleich noch einer. Ja, was ist denn da los? Sehr schön. Lass mal das Totem auch ein bisschen drauf ballern. Ah, sehr gut. Wieder einen Brock. Ja, jetzt können wir natürlich hier das Maximum rausholen. Und, Moment, ich baue schnell alles ab. Ihr seht hier ja schon rumliegen. Mit Level 3 bekommt man jetzt natürlich nicht nur ein paar Blümchen mehr dazu, sondern man legt in der Mitte diesen Obstbaum stehen und da unten liegt dann immer Obst rum, zum Beispiel dieser Grünschalenapfel, den kann ich jetzt looten. Das ist so ein herbeigezaubelter Gegenstand, so wie wenn ein Magier irgendwelche Kekse was macht oder dieser Kieselstein vom Hexer. Wenn ihr euch länger ausloggt, dann verschwindet dieses Essen natürlich wieder, also ich heb's meistens nur auf, wenn ich es dann wirklich brauche. In unserem Fall, was haben wir bekommen? Eine Stunde lang 75 Mehrfachschlag. Ist doch super. Gratis Essen. Und jeden Tag liegt irgendein anderes Obst darunter und wird immer irgendein anderer Wert erhöht. Also auf alle Fälle cool. Gratis Bufffood. Ist allerdings nur ein 75er, aber ich sag mal so, für ein bisschen zusätzlich Questen, Daily machen, irgendwelche Instanzen machen, ist das allemal super und braucht da nicht sein... Ja, deutsches Bufffutter hernehmen. Ach, ein Apfel reicht uns ja heute. Ah, ich habe euch erwartet. Wir brauchen ja nicht mehr. Denn ich nehme heute leider wieder nur eine Folge auf. So, jetzt können wir schon ein bisschen mehr starten. 7 Aufträge haben wir starten können. Das heißt, 6 Aufträge sind ist gleich 24 Stunden. Also geht das jetzt sogar ein bisschen länger als 24 Stunden. Unser Baum steht immer noch hier. Gut, Blümchen haben alle. Wunderbar. So. Hier haben wir auch alles gemacht. Da ist diese Daily. Okidoki. Ja, ich sehe, da ein bisschen was gemacht an der Garnison. Das meiste habe ich ja vorher gemacht, aber wir sind schon wieder knapp 8 Minuten dahin. Ja, ich würde jetzt ehrlich gesagt gern gleich die Quest hier mit der Scheune machen. Wo ist denn das hier? Da oben ist gleich ein Flussbestie, aber ich weiß, dass da unten auch Flussbestien sind. Und ich müsste sogar den Flugpunkt da unten haben, denn da wäre ich sogar viel schneller dort. Wohin kann ich fliegen? Naja, okay, das ist irgendwie gleich hier. Auf bald. Wie hieß die andere Klippe da oben? Ist das in der Nähe von der Brecherkuppe? Echt? Hier gibt es solche Viecher? Ich weiß, dass es die da unten gibt. Was führt euch? Ich vielleicht sicherheitshalber darunter, denn da weiß ich, dass ich... Geht in Frieden. Welche bekomme? Gut. Machen wir gleich die Fallenquest. Obwohl ich eigentlich was anderes machen wollte, aber jetzt durch das Herzeigen von der Wiederverwertung und so, ist uns jetzt eh schon ein bisschen Zeitflöten gegangen. Dann werden wir in der nächsten Folge dann mal diese Apexis Daily angehen. So, was haben wir denn sonst so bekommen im Inventar? Oh, hier habe ich noch ein eingesperrtes Feld hier. Da kann ich dann noch ein paar Aufträge starten. Ich werde auch wieder dort bei dem Flussbestien gleich wieder ein paar mehr fangen. Dann kann ich da wieder gleich ein paar Arbeitsaufträge starten. Ja. Obwohl ich die Mine nicht wirklich regelmäßig abgefarmt habe, seht ihr, von Echteisenerz habe ich 1141 Stück, von Schwarzfelserz habe ich 983. Auf der Allianzseite drüben, dadurch, dass ich dort 300er habe, habe ich dort... etliche tausend schon und man bekommt dieses Scheißzeug nicht weg. Das wird teilweise schon unterm Händlerpreis im AHA verkauft, was ehrlich gesagt, da frage ich mich, wieso Leute das dann reinstellen. Das hat doch keinen Sinn. Erstens muss ich
AHA-Gebühren zahlen. Und zweitens, weiß ich nicht, da drücke ich das dem Scheiß gleich in den Händler in den Hand oder ich lagere es einfach wo oder so wie ich. Ich glaube, ich habe jetzt seit 3-4 Wochen meine Mine nicht mehr abgefarmt auf Allianz-Seite, weil ich dieses scheiß Erz einfach nicht brauche. Jetzt mit 6.1 sind wieder ein paar Details bekannt geworden. Da soll man dann, glaube ich, eine Daily ist das bekommen. Da unten dürfte mal keiner sein. Nein, da laufen nur die Typen rum. So eine Daily bekommen, wo ich Erze, verschiedene Kräuter und so weiter auch in diese benötigten Handelswaren umwandeln kann. Zum Beispiel so wie diesen alchemistischen Katalysator, dass ich noch mehr rausholen kann. Oder dass ich das zum Beispiel in Urgeist umwandeln kann. Oder ja, andere brauchbare Sachen. So, da unten jetzt bei diesem Fluss müssten nochmal 2 oder 3 dieser Flussbestientiere rumlaufen. Außer natürlich, da war heute schon wer hier und hat ihn natürlich weggefangen. Sieht ehrlich gesagt schon fast so aus. Oh, nein, cool, super. Falle aufbauen. Nur einmal Lava-Eruption, denn ich darf den ja nicht töten. Scheiße. Musste da dieser komische Brock gleich kommen? Oh Mann. Boah, das ist echt gefährlich mit solchen Brocks. Dann mache ich jetzt nur einmal einen Blitzschlag. Okay, 60%. Super, passt. Gefangen. Wildtier gefangen, seht ihr. Reicht genauso dieses Wildtier. Braucht man dann nicht unendlich weit rauffliegen. So. Macht man dann verbesserten Flammenschock. Okay, ja, ich traue mich da nicht zu viel draufhauen, denn dann ist das Tier wieder gleich tot. So. Und ist wieder gefangen. Sehr gut. So, da vorn, wo der Weltboss steht, laufen auch immer ein paar rum. Ja, diese kleinen Hochlandkälbchen, ja, irgendwie die zählen leider nicht. Wahrscheinlich junge Tiere sind also nicht fangbar. Es müssen wirklich größere sein, also die ausgewachsenen. So, hier laufen auch nochmal 2, die fangen wir auch ein. So. Gehen wir ein bisschen zurück, weil oft muss das Tier wirklich, oh, mittig in der Falle stehen. Na, werd gefangen. Na also, so. Ja, muss man sich manchmal ein bisschen spielen, bis das Tier wirklich dann in der Falle drin ist. Boah, bitte kein extremer Brock. Okay, okay. Jawohl, super. Die ist drin. Oh, Weltboss ist gerade nicht da. Wahrscheinlich ist heute der andere dran. Auch wenn dann nach drauf geschossen wird, gefangen hat man es trotzdem. So, ihr seht, ich habe jetzt 4 eingefangen und 1 habe ich dann noch von gestern, passt auch. So, hier ist jetzt eigentlich keins mehr, das nächste Wasserstelle ist jetzt schon ein bisschen weiter weg. Eventuell ist mir da vorne jetzt wieder 1 gespawnt, dann würde ich das gerne gleich auch wieder einfangen. Wenn nicht, dann bohrt man uns jetzt einfach dann zurück. Ja, da ist jetzt nichts mehr nachgespawnt. Nee, das heißt, wir können uns zurückporten. Kann man diese Quest abschließen? Ja, es geht eigentlich relativ schnell. Später fängt man ja sowieso nur die Tiere, das Produkt, das man haben will. Ich habe es bei meinem Priester dann so gemacht, denn der hat die Scheune stehen. Am Anfang habe ich halt das gefangen, was ich so machen musste, per Quest oder dass ich fangen konnte. Später habe ich dann nur mehr Fleisch gemacht und als ich dann Stufe 3 habe, die Elite-Tiere, habe ich trotzdem weiterhin die Flussbestie gefangen. Die gibt es in Nagrand, in der Nähe vom Hochfels-Raid. Dort laufen ein paar Elite rum, ich glaube, die haben um die 800.000 oder 900.000 Leben. Da habe ich gefangen, weil die einfach dann Fleisch produziert haben. Und man darf sich das nicht vorstellen, dass dann einfach so wie das Fleisch hier einfach produziert wird, sondern das ist gleich so ein fertiges Festmahl, wird da gemacht. Da kann dann der ganze Raid davon essen. Finde ich super. Und außerdem hat man dann eine 33%ige Chance, dass dann immer ein Wildblut rauskommt. Oh, Jesus.
Hab dich schon gesucht, mein Freund. So, ich möchte für Fälle erteilen. So, einmal dieses hier. Und dann für Fleisch erteilen. So, dann schließen wir die Quest hier ab. Seid sicher. Bekommen wir wieder 50 Garnisonsressourcen, die wir ja so dringend brauchen. Passt. Arbeitsauftrag. Arbeitet. So, wie viel haben wir denn hier? So. 0 von 6 abholbereit. Ja. Eigentlich eh jede Menge. Das reicht bis morgen wieder. Denn morgen muss ich dann eh wieder aufnehmen. Denn ich nehme jetzt nur eine Folge auf. So, jetzt haben wir noch knapp 5 Minuten über. Was könnte man da machen? Eventuell könnte man da mal so einen Haustierkampf starten. Mal schauen, wie viele, dass ich das schaffe. Nur nicht so schüchtern. Normal müsste ich die passenden Tiere haben, außer hier sind andere Tiere. Ich habe leider nicht so viele 25er und da ist es manchmal echt schwer, eine passende Kombination Haltet zu finden. Euch vom Voodoo fern. So, genau. Vernichtet die 3 Ungeziefer. Aha, Carotus Maximus, Gorefu und Nagezahn. Also das scheinen die genau die gleichen zu sein. Okay, der scheint irgendwo da in der Nähe vom Angelhütte zu stehen auch. Ja, irgendwo hier. Noch sehe ich ihn nicht. Ah, hier. Das Gute ist, wenn man mit der Maus drauf fährt, seht ihr jetzt da auch rechts unten. Gorefu Haustierstufe 25 aquatisch. Da bekommt man jetzt schon mal die Info, was ist es für ein Tier. So. Und da ich ehrlich gesagt das nicht so genau weiß, was Aquatische so machen, wähle ich hier alle ab, suche mir hier nur das Aquatische raus, dann klicke ich einfach alles an, kann man hier drauf fahren und dann sieht man erlittener Schaden, 50% von Flugfähigkeiten und minus 33% von Untotfähigkeiten. Das heißt, von Flugfähigkeiten bekommen sie 50% mehr Schaden, von Untotfähigkeiten 33% weniger Schaden. Also suche ich mir jetzt natürlich Haustiere raus. Des Typ Fliegens. So, und da habe ich, glaube ich, nicht viele 25er. Dann sortieren wir das Ganze noch nach Stufe, damit die höchste Stufe oben ist. Und ihr seht, da habe ich leider nur einen 25er. Aber, oh, ich habe die sogar hier noch drin. Wieso? Habe ich das letzte Mal gekämpft mit denen? Die sind eigentlich nur angeschlagen. Das heißt, ich muss eigentlich nur meine Haustiere hochheilen. Super. Boah, ich hoffe nur, dass ich mich da jetzt nicht blamiere. So, einfach rechts anklicken, dann startet der Haustierkampf. Ja, er ist ein Elite-Tier, das heißt, Boss verringert lediglich erlittenen Schaden um 50%. Denn Boss-Haustieren kann pro Angriff nicht mehr als 35% ihrer maximalen Gesundheit des Schadens zugefügt werden. Ja, Boss-Haustiere haben halt ein bisschen Vorteile, sie haben auch nur normales Leben, aber wie gesagt, bekommen weniger Schaden und so. Ja, ich fange einfach mit dem Kokon an. Denn da greift er mal an und spinnt sich ein. Und wenn er jetzt einen stärkeren Angriff macht, zack, haben wir dann schon mal abgeblockt. Ja, ihr seht, der grüne Pfeil nach oben heißt, diese Angriffe sind effektiv gegen dieses Tier. Ich mache aber dann trotzdem dieses glühende Toxin, denn das verursacht jede Runde 6% der maximalen Gesundheit des Ziels als Schaden. Also 1877... Davon 6% macht es dann jede Runde Schaden. Und das ist eigentlich eine recht starke Fähigkeit, auch wenn sie jetzt nicht effektiv ist. Und sonst greift man immer mit der Fähigkeit an, die wirklich gut Schaden macht. So, machen wir das wieder. Da können wir uns wieder im Kokon verstecken. Und ihr seht ab, man blockt dann einfach den Angriff ab. Zack. Und weil die fliegend sind, Fliegende haben von Haus aus viel mehr Tempo. Also kann ich jetzt sogar nochmal angreifen. Bevor er mich jetzt tötet. Und wir haben ihn schon unten auf 541 Leben. Wunderbar. Jetzt darf ich mir aussuchen, mit wenn ich angreife. Ihr seht, der hat lauter Fähigkeiten, die gut gegen das Tier sind. Der hat nur eine, also nehme ich einfach das, weil er hatte nur mehr 429 Leben. So. Ups, was haben wir hier? Chance 25% einzuschläfern. Ich werde aber trotzdem das zuerst machen, denn dann bin ich wieder im Kokon drin. Denn wenn er jetzt mit einer starken Fähigkeit kommt, kann ich es einfach abblocken. Dann machen wir das hier. Das hat auch Trefferchance 100%. So, zack. So hat er nur mehr 110.
Einmal noch und das ist ja schon Geschichte. Oh, ich glaube, er hat sich geheilt, oder? Kann sein, dass der jetzt noch stirbt. Ja. Der stirbt jetzt noch. Da müsste es der Letzte jetzt schaffen. Verursacht 567 Flugschaden. Ja, das müsste doch ausreichen, um den zu töten, oder? Na, habt ihr es gesehen? 566 hat er gemacht. Wir haben es besiegt. Bossgegner können nicht gefangen werden. Die muss man dann einfach so besiegen. So, zack, hätten wir das auch geschafft. Ach, da ist Carottus Maximus. Ah, schade, die Folge ist jetzt vorbei. Ja, dann machen wir hier einfach das nächste Mal weiter. Ihr seht hier, der ist zum Beispiel elementar. Also braucht ihr nur wieder hierher gehen. Zack, wenn ihr, so wie ich, nicht wirklich sehr oft Haustierkämpfe macht. Ich mache die vielleicht, wenn es hochkommt, ein-, zweimal im Monat. Und deshalb weiß ich nicht, wer gegen was gut ist. Und deshalb helfe ich mir einfach so, sehe elementar. Ah, super. Der ist wieder sehr anfällig gegen aquatischen Schaden. Ja, man muss halt ein bisschen herumklicken. Aber mein Gott, ich glaube, die Zeit hat jeder. Es ist noch sortiert nach Rang und dann, zack, nehme ich mal einfach da die aquatischen Dinger rein. Dann kann man hier auch noch schauen. Das ist ja das Nächste. Nehmen wir zum Beispiel den geldbäuchigen Frosch, den wir drin haben. Da seht ihr, der Wasserjet ist gut gegen Elementar, schwach gegen Magisch. Zungenschlag ist gut gegen Undot, schlecht gegen Humanoid und so kann man sich das dann zusammenbauen. Und da stecke ich mir dann einfach die Fähigkeiten rein, die dann wirklich gut gegen Elementar sind. Hier kann man dann schauen, das ist beides gleich, Kleintier fliegend. Das ist dann egal, was ich nehme. Also ich habe mir das eh schon so zusammengebastelt, dass das dann gut gegen Elementar ist. Ja, würde ich sagen, machen wir das dann das nächste Mal weiter. Aber ich glaube, da mache ich wirklich zuerst die Apexis Daily. Und wenn dann noch Zeit bleibt, hauen wir einfach die dann um. Und wenn wir alle drei besiegt haben, dann bekommen wir oben die Menagerie. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Gab wieder ein paar kleine Infos. Falls ihr das alles noch nicht kennt, kann ja sein. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach Bewertung und Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut. Ciao, euer Graphos.